Eine Tagesmutter meldet eine Lärmbelästigung bei polizeibekannten Rockern in Köln-Deutz. Vor Ort machen Paul Richter und Peter Rothmeier eine erschreckende Entdeckung. Was ist das denn jetzt? Schiete. Ja, komm. Komm, das, lass das so. Das wird vom Regen ausgehen. Wer macht sowas denn? Was ist hier? Ein Schuh? Bah, gibt's doch gar nicht. Guten Tag. Guten Tag. Gott sei Dank sind Sie endlich da. Hatten Sie uns angerufen? Ja, ich habe Sie angerufen. Karin Bayer, mein Name. Frau Bayer, Sie haben Ruhestörung. Ist das Ihr Kinderwagen? Oder ich habe Sie wegen Ruhestörung. Ja, das ist mein Kinderwagen. Warum brennt der hier? Ja, das wissen wir auch noch nicht. Viel mehr macht der Erzieherin aber gerade zu schaffen, dass sie bedroht wird. Ein Bild von ihr mit ausgestochenen Augen hing heute an ihrer Tür. Und jetzt brennt auch noch der Wagen, den sie für ihre Tageskinder nutzt. Die Beamten finden darin Zigarettenstummel derselben Marke. Das waren bestimmt die Typen hier aus der Werkstatt. Haben Sie mit denen immer Probleme? Oder ich habe ständig Probleme mit den Jungs hier, seitdem ich hier wohne, ungefähr ein halbes Jahr. Ja. Ständig laute Musik, frauenfeindliche Musik. Ich bin hier Tagespflegemutter von kleinen Kindern. Die hören das alles mit. Dauernd pöbeln die hier rum, selbst die Kinder. Davon machen sie auch nicht Halt. Ja, Sie haben ja schon öfter die Polizei wegen Ruhestörung und sowas gerufen. Ja, das geht so einfach nicht mehr weiter. Wissen Sie, was das für Leute sind? Auf jeden Fall keine guten Jungs. Nee, das sind keine guten Jungs. Vorsicht zu genießen. Wir kennen die auch. Der Schuh gehört jetzt auch zu Ihnen vielleicht? Was macht denn der Schuh meiner Tochter bei Ihnen? Der lag hier an der Seite. Ist die Tochter bei Ihnen? Nein, die müsste auf der Arbeit sein. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie mal ins Haus, wir sprechen Sie wieder an. Wir klären das jetzt. Ich rufe meine Tochter jetzt mal sofort an. Rufen Sie Ihre Tochter an, versuchen Sie zu erreichen. Machen Sie jetzt mal. Ich rufe Sie sofort an. Ich stelle ihn wieder zur Seite. Ja. Sollen wir alleine reingehen? Nichts. Mailbox. Ja, Sie nehmen wir auf keinen Fall mit. Wir gehen da alleine rein, da traue ich mir schon zu. Das ist auch kein Problem. Mailbox. Bitte. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Okay, gehen Sie bitte erstmal zurück zum Haus. Wir kommen wieder auf Sie zu, ja? Gehen Sie nicht hier rein. Sie kommen jetzt nicht hier hinterhergerannt, okay? Genau. Ist ja jeden Tag dieselbe Scheiße mit dir. Du kommst laufen zu spät. Ja, du baust hier nur Scheiße, du kannst nicht vernünftig das Motorrad zusammenbauen. Sie sind mir doch nicht im Büro, ich muss sie nicht an den abstechen. Ja, aber das spielt keine Rolle. Ich habe ja Kunde, die bezahlt. Die Polizei Köln. Ja, was wollt ihr denn hier? Seid ihr eingeladen worden? Das nicht, aber wir mussten leider einmal kommen, weil angerufen wurde. Habt einen Nachbarn, die beschwert sich, weil er ein bisschen Krach macht. Könnt ihr einmal die Musik was leiser machen? Ja, welche Musik? Hören Sie hier Musik? Ja, ich höre Musik. Sie einmal leiser, bitte. Ja. Ich höre sie ziemlich deutlich. Ja. Dankeschön. Habt ihr Ausweise am Mann, dass ich einmal weiß, mit wem ich hier zu tun habe? Das ist erstmal das Erste. Ausweis dabei? Ja. Möchte ich aber wieder haben. Ja, behalten tue ich den nicht. Ich spiele ja kein Quartett mit zu Hause. Und? Sagen Sie dem Kollegen die Daten. Ich habe jetzt nicht am Mann, sorry. Gut, okay. Mann, ja. Sagen Sie dem Kollegen gleich mal die Daten. So, worum es geht. Anwohner hat angerufen, ist zu laut. Ne, ich komme jetzt nicht wegen Quatsch durch den Regen gelaufen und will euch auch nicht auf den Senkel gehen. Sache ist aber, wenn die uns anrufen, dann kommen wir. Warum brennt da draußen ein Kinderwagen? Was für ein Kinderwagen? Da draußen brennt ein Kinderwagen. Soll ich das nochmal erklären? Soll ich ein Foto zeigen oder was? Hier ist eine Motorradwerkstatt. So, und draußen brennende Kinderwagen. Und ich will wissen, warum der Kinderwagen draußen brennt. Ja, wer soll nicht wissen, warum der Kinderwagen da draußen brennt? Ja, das frage ich ja gerade. Ja, wer soll schon wissen? Soll ich nochmal reinkommen? Fangen wir von vorne an? Ja, oder? Ich habe schon ein Kinderwagen-Tattoo. Ja, alles klar. Kommen wir nicht weiter. Also, wissen Sie nicht. Ja, gut, da war die Frage. So, Ausweis kriegen Sie wieder. Stark, ne? Danke. So, raucht einer von Ihnen beiden? Ich rauche nicht. Sie rauchen nicht? Nikotinpflaster. Natürlich rauchst du. Du hast schon immer lange sechs Wochen nicht. Was ist das, ein Nikotinpflaster? Ja klar, das sind Nikotinpflaster hier. Ah, okay. Ich rauche schon seit sechs Wochen nicht mehr. Ja, schwierige Sache. Ich, ja, was sagt der Kollege? Der Kollege sagt, der pafft. Und Sie rauchen? Ich bin nicht drauf, er raucht schon immer diese Marke, weil Sie das gerade sagen. Erzähl doch nicht so Mist. Hallo, wo rauchst du die? Erzähl nicht so Mist. Was denn? Ich guck mal, ob hier was rumliegt. Jungs, ganz entspannt. So, wem gehören die denn? Ja, haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl? Da brauche ich gar keinen Durchsuchungsbefehl. Boah. Wenn vor Ihnen, vor der Werkstatt, was brennt, dann müssen wir trotzdem reinkommen und gucken. Da brauche ich noch keinen Befehl. Ja, aber was hat die Werkstatt mit dem Kinderwagen zu tun? Weil vor Ihrer Werkstatt passiert ist. Ja, vor meiner Werkstatt. Ja, Paul, ist das die Marke gewesen hier? Bonjour, Leger. Könnte sein, ne? Ja. Ja. Ja, und die raucht ja schon. Ja, aber das sind nicht meine. Kette. Sehen Sie doch selber. Sie sehen doch selber auch, wie nervös ich bin. Ja, das kommt dann davon, dass ich nicht mehr rauche. Ich sage, ich kriege mir doch die Pflaster nicht aus Spaß an den Armen. Ja, ja, okay. Vor ein Tagen sind Sie auch schon mal aufgefallen. Zumindest ist der Name Ihrer Gruppierung ja auch schon mal genannt worden, ne? Nicht, dass ich wüsste. Konkurrenten schwer auf die Mütze gehauen, der liegt ja auch auf intensiv, der Junge.
Der Rocker und das Bandenoberhaupt sind Mitglieder einer polizeibekannten Gang und wegen Körperverletzung vorbestraft. Haben Sie der Tochter Ihrer Nachbarin vielleicht sogar etwas angetan? Die Mechaniker scheinen jedenfalls einiges auf dem Kerbholz zu haben. Kommst du mal? Was haben Sie da? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die... Ja, geil ist immer, wie man so ahnungslos ist in seiner eigenen Werkstatt, ne? Ja, Was sind das für Klopper hier? Wo kommen die her? Keine Ahnung. Sind die von dir? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie Uhren, aber es können davon weg sein. Das sieht nicht nur aus wie Uhren, das sind sogar Uhren. Wahnsinn, ne? Wo kommen die her? Wem gehören die? Ja, habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nicht, von wem die sind. Wie man so ahnungslos Vielleicht hat die Post ja die falsche liefert. Keine Ahnung. Sind das denn echte Uhren oder... Dümmer, die sind so leicht, ne? Wenn das echte Uhren wären, dann wären die schwerer und... Also ich denke mal, das sind Imitate. Die stellen wir auf jeden Fall sicher. Kinder, wenn Sie hier wieder mit Plagiaten... Das ist alles... Das ist doof, ne? Ich find's doof, dass ich hier bin. Ich find's doof, dass wir das ganze Prozedere durchziehen müssen. Ja. Ich hab da keine Ahnung von. So, draußen sind die vielleicht von dir? Nee, sind sie nett. Ja. Sind sie so richtig glücklich? Sind sie beide auch nicht miteinander? Na gut, gebe ich nichts an. Wir haben draußen Damenschuh gefunden. Vor der Wache. Und da weiß er wahrscheinlich auch nichts von. Junge. Ich weiß doch nicht, was die Damen hier in der Nacht treiben. Okay, ist ja, wenn hier klar. eine Dame ihren Schuh verliert, ich merk schon, wo das ist ja nicht mein Problem. Ja, ja. Die Nachbarin sagt, das könnte der Tochter gehören. Ich würde mir jetzt gern einmal mit Ihrem Einverständnis hier die Räumlichkeiten angucken. Und dann nein, sehen wir nein, nein, nein. Können Sie wiederkommen im Durchsuchungsbefehl. Aber es ist doch schon schön, dass Sie hier sind, weil Sie müssen sich das auch nicht alles anschauen. Irgendwann ist es doch mal gut. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe da jetzt kein Problem. Du baust hier noch Scheiße. Ja, ich will mit dir da nichts mit zu tun haben. Ja. Ich sag, von mir aus könnt ihr ruhig da reingucken. Ich kann dir noch zeigen, wo die Türe ist. Ja, dann wäre mir lieb, gucken. Ich habe nichts zu verbergen. Dann sind Sie dabei, das ist vernünftig. Ja. So. Beziehungsweise sagen Sie mir einfach mal die Richtung, dann bleiben Sie hier. Einmal die Richtung. Einmal die ruhig, der Kollege bleibt bei Ihnen, ja? Ich gehe nur einmal, durch, weil ich nach der jungen Dame. Warte, Mann, was ist denn daran so schlimm? Ach, pass auf, nicht, dass hier noch einer irgendwo anspringt oder was? Hallo, Polizei. Ganz ruhig. Ich habe einen Treffer, Peter. Was denn? Einmal Verstärkung, ich habe das Mädchen gefunden. Erzähl mal, warum. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und dann habe ich gesehen, wie jemand den Kinderwagen geklaut hat. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat er mich einfach genommen und hier eingesperrt. Okay. Hat er dich geschlagen oder irgendwas anderes gemacht mit dir? Nein. Nur festgehalten, gefesselt? Ja. Okay, wir gehen jetzt gemeinsam raus. Welcher von den beiden war das denn? Der Ältere oder der Jüngere? Weiß ich nicht. Weißt du, wie der aussah? Ja. Würdest du ihn erkennen? Ja. Wir gehen jetzt gemeinsam raus und du bleibst hinter mir, ne? Okay. Ja, Arnold, als Zusatz, wir brauchen auch noch zwei Fahrzeuge zum Transport. Wir werden nämlich mit zwei Personen ins Gewahrsam fahren. Komm mal zu mir. So, wer von den beiden war das? Der war das. Der Rechte, alles klar. Ja. Das hat doch damit zu tun. Geh nicht eine Scheiße an, das hab ich dir schon mal gesagt. So, pass auf. Sie bleiben jetzt ruhig, warten bis weitere Kräfte. Bleib da stehen und nimm die Finger von der Weste runter. Sie bleiben jetzt so lange stehen, bis weitere Kräfte eintreffen, dann können Sie mit denen reden, ne? Sie haben gesagt, Sie wissen davon nichts, ne? Ich weiß da gar nichts von. Ich sage, ist jetzt endlich Schluss mit dir. Ich sage, ich will dich auch nicht mehr sehen. Ich sage, ich will hoffen, dass die dich auch für ein paar Jahre einbuchten, du Arschloch. Also, was ist denn jetzt Phase mit ihm hier? Sie sagt, er hat sie gesehen, beziehungsweise sie hat ihn ertappt, wie am Kinderwagen dran war. Ah. Dann hat er sie gefesselt und hat sie hinten reingesetzt. Das heißt, er hat ihn auch angezündet? Gehe ich von aus. Warum? Weil ich ihn immer ertragen kann mit seiner scheiß arroganten Art, mit seinem scheiß Standing im Club, mit seinem Drumherum, der hier abgeht. Ich ertrag dich nicht mehr. Ja, ist ja ich bin der Boss hier. Du bist der Scheiß, bist du. Ich werde dich abgelöst. Das ist gut jetzt hier. Gut jetzt hier. Cool. Runterfahren. Okay? Was ist das jetzt für dich? Na, dass du Bescheid weißt. So, wir bewegen uns nicht mehr. Genau. Die Einsatzkräfte kommen gleich. Eine falsche Bewegung, größer misst man nicht an der Länge. Ich habe auch einiges drauf. Okay? Ganz locker, aufhören, nicht blöd gucken.
Der Täter wollte dem Bandenoberhaupt die Bedrohung der Nachbarin anhängen, um dann seine Position einzunehmen. Auch die gefälschten Markenuhren gehen auf seine Kappe. Der Rocker muss nun mit einer Haftstrafe rechnen. Die Tagesmutter ist unendlich erleichtert.